Zählst auch du immer noch Kalorien, um abzunehmen? Nach diesem Video kannst du deinen Kalorienrechner aus dem Fenster schmeißen, weil ich zeige dir heute einen Weg, wie du ohne Kalorien zählen abnehmen kannst und warum die Kalorientheorie absolut überholt ist und was du tun kannst und was viel, viel smarter ist und viel, viel langfristiger als elendes Kalorienzählen. Kalorienzählen ist die Abnehmmethode schlechthin und fast keiner, vor allem auch keiner von den ganzen Influencern, der dir da draußen sagt, du sollst einfach nur weniger essen, dich mehr bewegen. Hauptsache, du hast ein Kaloriendefizit und dann klappt es mit dem Abnehmen ganz von selbst. Das ist absoluter Bullshit, weil vielleicht hast du schon mal Kalorien gezählt, vielleicht hattest du schon mal ein Kaloriendefizit und möglicherweise bist du irgendwann an den Punkt gekommen, wo es nicht mehr weiterging. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann das sein, warum? Und ich erkläre dir heute die biochemischen Prozesse im System, im Körper und auch wie das Ganze zusammenhängt. Und wie du die biochemischen Prozesse und das ganze gelernte Wissen, was ich dir heute vorstelle, umsetzen kannst, um ohne Kalorienzählen abzunehmen. Beim Kaloriendefizit sehe ich tatsächlich die größte Gefahr erstmal darin, dass es viel zu groß gewählt wird und dass Kalorienzählen vielleicht beim ersten Mal funktioniert, beim zweiten Mal, beim dritten Mal nicht mehr ganz so gut, beim vierten Mal und beim fünften Mal geht es schon mal gar nicht. Das heißt, jedes Mal, je mehr du ein Kaloriendefizit einfach auch einsetzt, desto schlechter wird es funktionieren. Und im schlimmsten Fall landest du jedes Mal wieder im Jojo-Effekt, wenn du wieder anfängst, mehr zu essen. Warum ist das so? Ganz einfach. Nehmen wir an, du hast einen Bedarf von 2200 Kalorien, um dein Gewicht zu halten. Ja, wenn wir jetzt mal rein von der Kalorientheorie ausgehen. Jetzt wählst du ein Defizit von 500 Kilokalorien, was schon recht hoch ist. Manche wählen ein noch größeres Defizit und fängst an, noch 1700 Kalorien zu essen. Jetzt sagt der Körper sich dann irgendwann, boah, jetzt kriege ich ja viel, viel weniger zu essen, boah, jetzt passe ich mal meine ganzen Systeme an. Denn unser Körper lebt nach dem Prinzip der Homöostase. Da hast du keinen Einfluss drauf, damit sind wir geboren, das sichert unser Überleben. Das heißt, die Homöostase kannst du einfach nicht ausschalten. Die funktioniert ebenso. Der Körper hat Prozesse, die können wir nicht beeinflussen. Und einer davon ist es eine Anpassung. Das heißt, der Körper passt sich immer nach unten an. Kriegt er jetzt weniger Nahrung, weniger Energie von außen, dann fängt er an, mit seiner Energie besser zu haushalten. Er schraubt die Körpertemperatur nach unten, er setzt den Grundumsatz nach unten, er fährt alle möglichen Prozesse ein, die er nicht unbedingt braucht, die ihm nicht unbedingt das Überleben sichern. Oft findet auch Muskelabbau statt, weil Muskeln sind ein Luxusgut für den Körper. Das heißt, der Körper fängt an, seine Prozesse immer mehr nach unten zu schrauben, bis die 1700 Kalorien deine neuen Erhaltungskalorien sind. Das heißt, theoretisch müsstest du jetzt wieder ins Defizit gehen, um weiter abzunehmen. Wenn du das immer wieder machst, bist du irgendwann bei einem sehr, sehr großen Kaloriendefizit, was ultra gefährlich sein kann, sogar wenn es dann auch noch unter deinem Grundumsatz liegt. Das ist das Problem von Kaloriendefiziten. Diese funktionieren nie langfristig. Es gibt es Leute, die sind wirklich über Jahre lang im Kaloriendefizit und fragen sich, warum sie nicht mehr abnehmen und essen immer weniger, um abzunehmen. Und das darf nicht die Lösung sein. Das kann nicht die Lösung sein, denn das führt irgendwann dazu, dass der Körper in den Überlebensmodus switcht, dass er alle möglichen Prozesse einstellt, deine Hormone kommen in den Disbalance, deine Periode bleibt aus, die ganzen Fortpflanzungssysteme werden eingestellt, dein Stoffwechsel fährt nach unten und in den Keller und dann wird dein Grundumsatz auch nach unten fahren und ab einem gewissen Punkt wirst du sogar zunehmen. Das wollen wir ja vermeiden, deswegen zeige ich dir heute den Weg, wie du ohne Kalorienzählen abnehmen kannst, sondern indem du veränderst, was du isst. Und dafür ist es wichtig zu verstehen, wie die einzelnen Lebensmittel und die einzelnen Makronährstoffe verstoffwechselt werden. Makronährstoffe, das sind Kohlenhydrate, Proteine, Fette. Kohlenhydrate, wenn wir sie zu uns nehmen, was passiert ganz natürlicherweise in jedem Körper und auch darauf hast du keinen Einfluss, denn das ist von der Natur vorgegeben. Der Blutzuckerspiegel steigt an und damit auch der Insulinspiegel. Insulin ist das Speicherhormon. Insulin ist das Hormon, was dafür sorgt, dass die Nährstoffe in die Zellen reingeschleust werden und dass die Nährstoffe und auch alles, was du zu dir nimmst, eingespeichert wirst. Proteine werden bei der Verstoffwechselung deutlich mehr Arbeit wird benötigt, um Proteine zu verstoffwechseln. Weshalb wir bei der Verstoffwechselung von Proteinen schon auch einen Kalorienverbrauch durch die ganze Verarbeitung der Proteine haben. Ja? Fette werden dahingehend verstoffwechselt, dass sie keinerlei Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel haben. Es findet kaum eine Insulinausschüttung statt. Das heißt, die machen länger satt, der Blutzuckerspiegel bleibt stabil. Und du siehst vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Aber es ist immer so, wenn wir eine permanent erhöhte Insulinausschüttung haben und bei der Kalorientheorie, wenn wir die mal hernehmen, ist es prinzipiell egal, was du isst. Hauptsache, du bist im Defizit. Das heißt, die Torte, der Donut,
die Pizza, die Pasta, das Weißbrot, all das passt in deine Ernährung rein. Deswegen auch immer der Claim, du kannst alles essen und trotzdem abnehmen. Absoluter Bullshit, denn tatsächlich hast du einen permanenten Blutzuckeranstieg, eine permanente Insulinausschüttung. Und immer wenn Insulin hoch ist, kann die Fettverbrennung nicht so richtig greifen. Denn der Gegenspieler von Insulin ist das Glucagon. Glucagon ist unser Fettverbrennungshormon. Und Glucagon kann nicht wirklich greifen, wenn Insulin permanent erhöht ist, wie es bei einer Ernährungsform der Fall ist, in der wir viele Kohlenhydrate essen, in der wir eine permanente Blutzuckerschwankungen haben. Ja, Blutzuckerschwankungen sorgen auch dafür, dass wir mehr Entzündungen im System haben, was auch wiederum eine Gewichtszunahme fördern kann, eine Gewichtsabnahme hemmen kann. Deshalb ist es wichtig, dass wir auf eine Ernährungsform Wert legen, die den Blutzuckerspiegel möglichst stabil hält. Es ist eigentlich unmöglich, immer komplett einen stabilen Blutzucker zu haben, also der keinerlei Schwankungen hat. Das sollte man auch gar nicht, braucht es auch gar nicht. Wichtig ist halt einfach, dass wir nicht permanent einen Tag haben, der so abläuft, weil das ist problematisch. Das sorgt für Heißhunger, das sorgt dafür, dass eben auch permanent Insulin ausgeschüttet wird und das ist auch ein Stress aufs System. Ja, weil damit stresst du deinen Körper zusätzlich zu dem Defizit. Ein stabiler Blutzucker ist also die Geheimformel für eine erfolgreiche und eine langfristige Gewichtsabnahme. Wenn der Insulinspiegel stabil ist, hast du weniger Heißhunger, du hast weniger Blutzuckerschwankungen, du hast eine bessere Fettverbrennung. Der Körper kann viel besser Körperfett verbrennen und auch einfach deine Stoffwechsel wird aktiviert, dein Stoffwechsel läuft deutlich besser und du hast eben auch einfach ja, ein stabileres Energielevel, du fühlst dich besser und das ist auch das Geheimnis, dass du mit der ketogenen Ernährung zum Beispiel oder mit einer Low-Carb-Ernährung, weil darauf läuft es am Ende hinaus, genau diese Ernährungsformen sorgen nämlich für einen stabilen Blutzuckerspiegel, mehr essen kannst und trotzdem abnehmen kannst. Das Spannende ist, ganz viele, die eben vorher Kalorien gezählt haben, auch ein Defizit hatten und in eine ketogene Ernährung wechseln, die essen plötzlich deutlich mehr, weil Fette ja mehr Kalorien haben als Proteine oder Kohlenhydrate. Und die stellen fest, boah, ich nehme ja ab und ich esse viel mehr und ich bin immer satt und ich muss nicht mehr hungern und ich habe permanent einen stabilen Blutzucker, ich habe permanent gute Laune, ich habe keinen Heißhunger mehr, ich kann 2, maximal 3 Mal am Tag essen, ich kann fasten, ich muss nicht snacken und nehmen trotzdem ab, obwohl sie mehr Kalorien essen. Das widerlegt meiner Meinung nach schon mal von Anfang an diese Kalorientheorie, denn es gibt wirklich Beispiele von Menschen, die mit mehr Essen abnehmen, weil der Stoffwechsel sich erholt, weil der Stress aus dem Körper rausgenommen wird, weil der Blutzuckerspiegel stabil bleibt. Die Wahl von qualitativ hochwertigen Lebensmitteln und verarbeiteten Lebensmitteln ist daher deutlich entscheidender als die Kalorienzahl. Warum? Ich habe vorhin schon angeteasert, wenn wir zum Beispiel Proteine essen, wird ein Teil der Proteine und der Energie aus Protein, Energie, Kalorien sind ja am Ende die Energieeinheit des Lebensmittels, ja, die werden einfach schon bei der Verdauung verbrannt. Das heißt, was auf dem Lebensmittel steht, ist gar nicht das, was im System am Ende ankommt. Und allein daher ist diese Kalorientheorie schon unglaublich fehlerbehaftet. Auch verändern sich Kalorienangaben, je nachdem, wie der Herstellungsprozess ist. Es gibt relativ viele Studien auch zu diesem Thema. Das heißt, Kalorien sind sehr fehleranfällig. Du kannst gar nicht wirklich deinen konkreten, ganz genauen Kalorienbedarf mit einem derartigen Kalorienrechner aus dem Internet berechnen. Dafür muss man wirklich eine Stoffwechselanalyse machen lassen bei einem Experten. Das heißt, da sind überall Fehlerquellen. Und es ist wirklich so, Kalorien alleine sind nicht entscheidend. 100 Kalorien aus einem Donut werden anders verstoffwechselt als 100 Kalorien aus einem Brokkoli oder einem Ei. Ja, mal ganz davon abgesehen, dass dich ein Donut vielleicht eine Stunde satt hält, während dich Brokkoli und Ei wahrscheinlich länger satt hält. Von daher ist das auf jeden Fall einer der wichtigen Aspekte, die es zu beachten gilt. Ein stabiler Blutzucker, eine Ernährungsform, die naturbelassen ist, mit hochwertigen Proteinen, hochwertigen Fetten, viel Gemüse, wenig verarbeiteten Kohlenhydraten und wenig Zucker bzw. gar kein Zucker am besten, ist das A und O für eine langfristige Gewichtsabnahme. Kalorientheorie, Kaloriendefizit, Kalorienzählen sind immer kurzfristig gedachte Sachen. Wenn du langfristig etwas verändern willst, wenn du langfristig dein Gewicht auch halten willst, dann musst du verändern, was du isst, anstatt wie viel du isst. Und damit bist du dann deutlich besser und langfristiger aufgestellt und sparst dir sogar den Jojo-Effekt. Wenn du jetzt mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann stöber super gerne auf meinem YouTube-Kanal, denn dort habe ich auch ein Video über Maßnahmen, wie du deinen Blutzuckerspiegel stabil halten kannst zum Beispiel. Es gibt leckere Rezepte. Auch auf Instagram kannst du gerne mal vorbeischauen. Auch da habe ich viele leckere, einfache Rezepte, die den Blutzuckerspiegel stabil halten und die dir helfen, mit Genuss abzunehmen, ohne Verzicht. Und dort kannst du mir auch gerne eine persönliche Nachricht schicken und dann kann man sich auch einfach alles genauer anschauen.
und ich gebe dir meine Top-Tipps einfach auch nochmal im persönlichen Gespräch an den Start. Jedenfalls hoffe ich, dass das Video für dich hilfreich war, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest und dann bis zum nächsten Video.